Gründer des großen Rechercheprojekts Cyprus Confidential, an dem auch der ORF beteiligt ist, Katharina Schauber berichtet. Zu dem dreiteiligen Haus am Fuschelsee gehören über 2 Hektar Wald, fast 6600 Quadratmeter landwirtschaftlicher Grund und ein direkter Seezugang. Die offizielle Version lautet, eine britische Staatsbürgerin hat das alles vor 16 Jahren gekauft und wurde im Grundbuch eingetragen. Kostenpunkt 11 Millionen Euro. Laut Cyprus Confidential dürfte es aber ganz anders gewesen sein. Den Kauf habe eine Firma mit Sitz auf den British Virgin Islands finanziert. Diese Gesellschaft hat damals mit der Britin einen Kreditvertrag abgeschlossen, der vor 6 Jahren aufgelöst worden ist. Eine Treuhandurkunde von damals zeigt, dass die Britin nur Treuhänderin für den Eigentümer der kreditgebenden Firma war. Und dieser Eigentümer ist Putin-Freund Roman Abramowitsch. Seine Tochter hat die Fuschelvilla dann 2017 von der Britin geschenkt bekommen. Sie steht bis heute im Grundbuch. Es hat also eine Zwischengesellschaft und eine Treuhänderin gebraucht, dass sich die Familie Abramowitsch in Salzburg eine Seevilla kaufen konnte. Über das Motiv kann man nur rätseln. Grundsätzlich aber werden Strohleute eingesetzt, um die Verbindung zum eigentlichen Eigentümer zu verschleiern, weil etwa illegale Gelder eingesetzt werden oder die Öffentlichkeit nicht erfahren soll, wem die Immobilie gehört, sagen Geldwäsche-Experten. Abramowitschs Tochter steht jedenfalls auf keiner Sanktionsliste. Die Schenkung ist auch bereits 2017, also 5 Jahre bevor Roman Abramowitsch unter Sanktionen gestellt wurde, passiert. Gesehen hat man beim Anwesen schon lange keinen mehr. Die Postkästen dort sollen übergehen. Katharina Schauer hat berichtet. In einer Firma in Hamheim ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Ein 35-jähriger Staplerfahrer hatte laut Polizei eine Palette Verpackungskartons aus einem Hochregal gehoben. Die Palette ist dann nach vorne gekippt und einem 59 Jahre alten Kollegen auf den Kopf gefallen. Der Mann ist per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus gebracht worden. Auf der B1 zwischen